Geschäftsführer, Unternehmer und Entscheider kamen auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse am 14. April in der Messehalle Hamburg-Schnelsen zusammen. Zweimal jährlich bietet die B2B Nord den optimalen Rahmen, um bestehende Geschäftskontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. Ja, man hört es, man kann sich kaum normal unterhalten. Das Gemurmel der Gespräche ist überall im Hintergrund. Die Leute sind in Kontakt am Netzwerken. Es gibt keinen Ort in Norddeutschland, wo so viele Unternehmer an einem Tag versammelt sind, so viele Ideen, so viel Input, so viele Möglichkeiten austauschen können. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Wir haben trotz 22 Kilometer Stau vor der Tür ab Kaltenkirchen eine voll gefüllte Halle und freuen uns riesig darüber, dass mittlerweile Gesichter hier sind, die wir selbst als Veranstalter noch nirgendwo gesehen haben. Wir haben eine unglaublich weite Streuung. Mittlerweile Aussteller und Besucher nicht nur aus Norddeutschland, sondern ganz Deutschland, Schweiz, den Benelux-Ländern mittlerweile, aus Skandinavien. Für uns eine große Freude. So war das nie gedacht, aber schön, dass es so ist. Die B2B Nord ist nicht nur der größte Marktplatz für Ideen und Innovation. Auf der Netzwerkmesse erleben Aussteller und Besucher Deutschlands Top-Speaker live auf zwei Bühnen. In der Praxis ist es ganz einfach. Sie packen das, was auf der Seite ist, in Ihren Warenkorb, respektive auf Ihre Wunschliste. Für Unternehmen verschiedener Branchen sowie Verbände und Vereine ist die Wirtschaftsmesse im April und November zum Pflichttermin geworden. Auf der B2B Nord muss man sein, man muss sich da blicken lassen. Es ist einfach ein wichtiger Ort, um sich zu vernetzen, sich kennenzulernen, vorhandene Kontakte zu vertiefen, neue Kontakte zu knüpfen. Und das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit als Wirtschaftsförderer, eben ja, Kontakte zu knüpfen, Leute auf den Standort Bad Segeberg, Wahlstedt aufmerksam zu machen. Und dafür ist die B2B Nord, sage ich mal, der ideale Standort. Nein, wir sind nicht das erste Mal hier, wir sind in der Tat jedes Mal hier und unser Nutzen ist ganz eindeutig, dass wir hier mit sehr vielen Leuten in Kontakt kommen. Zum Teil ist es das Auffrischen von bekannten Kontakten, aber es gibt auch immer viele, viele neue und interessante Kontakte. Es ist ein tolles Netzwerktreffen und wir sind eben einen ganzen Tag hier tatsächlich sehr aktiv am Netzwerken und freuen uns, wenn wir abends dann nach Hause gehen und mit vielen neuen Visitenkarten ausgestattet worden sind. Ein Familientreffen der norddeutschen Wirtschaft. Wir sind hier als Weiterbildungsanbieter und der ganz klare Nutzen ist der Austausch mit anderen Firmen zum Thema Weiterbildung. Wir lernen hier sehr viele Trainer kennen, die Kontakte knüpfen wir sehr rege und es macht einfach Spaß, sich auszutauschen und in Kontakt zu treten. B2B Nord ist für mich schon immer auch die letzten Jahre Networking pur, Austausch, kennenlernen, weitergeben und Spaß haben. Gerade eben wieder zu sehen, hier bleiben immer wieder Menschen stehen, die fragen, wer sind Sie denn, was machen Sie eigentlich? Guter Aufhänger, um zu erklären, was der BDS tut, für seine Mitglieder tut, aber auch für neue tun kann. Ein Marktplatz, lebendiger Marktplatz, um Kontakte zu schließen, aber auch alte zu pflegen. Die nächste B2B Nord findet am 12. November statt. Von 9 bis 17 Uhr geht es dann erneut ums Netzwerken und aktiven Ideenaustausch.